Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play 2, ja, Let's Play Risen 2, nicht Let's Play 2, auf keinen Fall. Wir sind immer noch tief im Dschungel und suchen die Expedition, wo sie auch immer gelandet ist. Wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs, haben komische Ahnen gesehen, Spielstand wurde erstellt. Na, und da sehe ich Licht, das ist eine Fackel. Oh, sind wir auf dem richtigen Weg? Auf jeden Fall suchen wir die Expedition. Müssen auch komische... Hier hat ein heftiger Kampf stattgefunden. Garcia hat hier die Protektoren der Expedition überfallen. Hoffentlich haben sie es überlebt. Schnell, wir müssen weiter. Okay. Also hat hier ein Kampf stattgefunden. Das ist natürlich Krabbenstecher ohne Leiche. Okay, die können wir leider wieder nicht plündern, aber hier liegt doch einiges noch rum. Gold, Beutel, Fackel, alles wird eingepackt. Auf jeden Fall. Eine Leiche, oh verdammt. Ja, ich hoffe, dem Garcias geht's noch gut. Den brauchen wir. Zumindest Corrientes auf jeden Fall auch, klar. Aber wir sind ja auf der Suche nach dem vierten Artefakt, Freunde. Und das hat die höchste Priorität, denn Mara wartet. Ja, Kugeln rum, immer gern gesehen. Und die Schädelblüte natürlich auch eingepackt. Und ich glaube, das Unwetter verzieht sich so allmählich. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts wieder, ne? Komm, laufen wir mal eben kurz nach links, mal gucken, wie es hier lang geht. Okay, immer weiter nach oben. Wir haben einfach keine Karte. Das ist... Irgendetwas sagt mir, dass wir hier falsch sind. Ach so, okay. Lass uns lieber nach Süden weitergehen. Alles klar, also hier sind wir auf jeden Fall falsch, das heißt aber für alle Abenteurer, hier sind wir auf jeden Fall richtig, so wie ich das denke. Jetzt laufen wir mal eben fix hier hoch, um zu gucken, wo wir hier rauskommen. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber das ist ja nur ein Truthahn. Okay, da geht der Weg auf jeden Fall weiter. Dann haben wir noch ein Pflänzchen. Und ein Lagerfeuer. Das soll der falsche Weg sein. Bist du dir sicher, Patty? Naja gut, dann gehen wir doch mal den anderen Weg entlang. Können wir uns ja merken. Truthahn auf dem Weg. Schlangenweg nach oben. So einen kleinen Bergpfad. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal umgucken. Wer weiß, was für Schätze uns da erwarten. So, dann müssen wir einmal hier. Natürlich nicht zu schnell. Ich helfe dir. Jo, jo. Zack, zack. Na komm schon. Er hat gesessen. So, auch mal eben die Vögel ausnehmen. Können wir direkt mal gucken, was macht der Ruhm? 5000, nicht schlecht. Feuerwaffen 6, Klingen. Die Gerissenheit braucht man nicht weiter nach oben. Voodoo haben wir ja auf 4 für unsere Tränke. Ich glaube, wir benehmen mal Härte. Ach ne, Ruhm kosten 6000. Müssen wir noch ein bisschen sparen, denn die Härte finde ich auch extrem wichtig, weil es unsere Verteidigung ist. Und naja. Auch wenn die meisten Monster uns eigentlich jetzt nicht mehr so viel anhaben können. Oh, Eingeborene. Denke ich mal, dass die Härte dennoch wichtig ist. Wenn so ein dicker Wächter kommt oder so, der haut ja gut rein. Mal eben hier kurz umgeguckt. Was ist das denn hier für ein... Achso. Haben wir nicht eben von da oben runter geguckt? Ich meine schon. Joa. Hinhauen. Aber ich hoffe, die sind freundlich, denn wenn sie feindlich sind, dann... Nö, machen aber nichts. Die hätten uns schon lange gesehen. Freundlich? Wer sagt's denn? Hallo. Takabo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Was stimmt damit nicht? Dort lauert die Bestie. Bestie? Was für eine Bestie? Wieder ein Krokodil oder so, ne? Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst, schnapp und du bist tot. Das ist natürlich nett gemacht. Du magst wohl Gruselgeschichten. Ach, der ist doch ein Eingeborener. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein. Sieh, Gucho. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Ja, die Bestie werden wir doch auf jeden Fall mal umhauen, oder? Aber, na,
Diebeskunst? Bist du schon immer hier im Dschungel gewesen? Gee, ich wüsste auch keinen Ort der Welt, der mir lieber wäre, Gucho. Hab ich mir schon gedacht. Aber schön, so, und wir suchen die Truppen. Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See, dort führt ein Weg hinauf. Alles klar. Hey, super. Das ist doch mal eine Ansage hier. Was macht ihr hier eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Was für ein Leben. Das scheint dir zu gefallen. Chi, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Gut, dann werden wir doch die Bestie auf jeden Fall töten. Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger. Das ehrt dich. Takapo, Gucho. Die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Gut, okay, die Bestie im See. Wen haben wir noch hier? Psst. Ono Palava. Ono Palava. Ono Palava. Wollen alle nicht reden? Alles klar. So, hier ist noch eine Blutwurzel. Natürlich werden wir uns hier noch vorher ein bisschen umgucken, bevor wir jetzt einfach hier so durch den See latschen und natürlich den Affen hier außer Gefecht setzen. Ja, eher umbringen. Außer Gefecht setzen ist ja irgendwie die falsche Ausdrucksweise. So, natürlich speichern wir. Ich bin mal gespannt, ob wir den Alligator... Ja, da hinten ist er doch tot. Sind das mehrere oder nur einer? Oh, ist der schnell. Da ist die Bestie. Heißt noch nicht mal Alligator. Hat aber gerade böse kassiert. Und da ist die Bestie platt. Dürfen wir die ausnehmen? Ja, dürfen wir. Super, 10er halt. Immerhin. So, die Blaukralle mitgenommen. Sehr schön, sehr schön. So, links am See vorbei. Hier ist auf jeden Fall rechts und das ist in dem Sinne ja der falsche Weg. Aber, okay, da oben ist eine Beere, die lassen wir liegen. Einfach so ein bisschen als Wegfindung, damit wir da auf jeden Fall nochmal vorbeilaufen. Die Insel scheint ja echt groß zu sein, das muss man ja schon mal sagen. So, laufen wir eben zur Hand zurück, denn die Bestie ist erledigt. Vielleicht belohnt er uns ja mit Fisch. Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Tawonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Ja, was haben wir bekommen? Eine Schatzkarte. Ach, klasse. Schauen wir da direkt mal nach. Wo haben wir es denn? Maracay. Und zwar... Aha, aha. Super. Da unten. Also gerade, wo wir einen Weg entlang gelaufen sind. Sollen wir das jetzt machen? Warte mal, am See links entlang, dann ist hier das Dorf. Da ist es. Mitten im Dschungel. Und schaut euch mal die Karte an. Ist die groß? Oh, wir wären doch lieber erstmal auf die rechte Seite gegangen. Aber, naja, halb so wild. Nicht so schlimm. Alte Lagerstätte. Frag mich auch, wo wir dann da unten rauskommen. Sollen wir mal eben den Weg da entlang gehen? Na komm, warum denn nicht? Mensch, wir wollen uns ja eh alles angucken. Hatte noch ein bisschen Zeit, Corrientes, halte aus. Aber wir müssen uns wichtigeren Sachen widmen. Wir müssen den Schatz heben. Spielstand wurde erstellt. Tu das ruhig, werter Held. So, hier ist nichts mehr versteckt. Das war da oben gerade so am Leuchten. Aha, ist das der Dorf? Das sieht ganz danach aus. Habe ich mich ein bisschen verguckt auf der Karte. Ich hoffe, dass wir nicht hier wieder so ein paar Fallen haben, wo ich dann wieder schön dran sterben darf. So, hier oben können wir hoch und da... Oh, 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 oh. Speichern. Na, gehen wir erstmal hoch. Mal gucken, ob die uns freundlich gesinnt sind. Gesonnen sind. Wie viele sind das denn? Das sind 4 Stück. Sieht mir ganz nach Piraten aus. Schöner, beherzter Sprung und da habe ich die Schätze gesehen. So, nochmal eben gucken. Ja, es sind 4 Stück und es sind doch Piraten. Die zu Garcias gehören. Ich bin mal gespannt. Was haben wir hier? Kalt.
sehe ich da? Gold, Krog, schön. Auf meinen Schuhen Wetter, jetzt verzieh dich doch mal. Muss doch nicht sein. Muschel, Muschel. Wer hat das denn hier alles hingelegt? Ja, coole Sachen. Noch ein paar kleine Schätze. Wer hätte das denn gedacht? So, wieder runter. Allihop, allihop. Natürlich bitte mit wenig Fallschaden. Oh, ganz knapp auf der Kante. So, Patty ist auch schon da. Schauen wir doch mal. Du bist so gut wie tot. Okay, ich dachte es mir. Oh, ich dachte es mir. Die schwarze Hand. Wer ist denn die schwarze Hand? Na, von hinten. Schwein. Na, kommt her. Ich denke mal, die Patty wird mit dem einen schon fertig. Nee, gibt's ihn nicht. Oh mein Gott, Patty liegt auf dem Boden. Das kann doch nicht wahr sein. Wir gegen drei. Dann komm mal her. Visa in die Kreisenohren. Ja, ist klar. Na, komm schon. Wenn ich gerade ein bisschen still bin, dann ist es, weil ich mich konzentriere. Na, komm, die schaffen auch noch. Jawoll. Feindliches Piratenlager. Au, wow. Nichts zu holen. Wie nichts zu holen? Eine goldene Maske. Aha. Dolch des schwarzen Todes erhalten. Was das auch immer sein soll. Entermesser. Patty, alles klar? Warte mal. Ich hab noch Grog übrig. Hier sind 5 Flaschen. Gut. Hier sind 5 Flaschen. Okay. So, geben wir der Patty einfach mal 10 Stück. Damit sie sich auch heilen kann im Kampf. Oh Gott, und ich dachte, die Patty schafft das mal eben so. So, natürlich alle Waffen eingepackt. Na, da war doch gerade was, oder? Nee, nee. Wo sind die Waffen hingeflogen hier? Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden sein. Ah, ja. Okay, ein Talisman. Interessant, interessant. Liegt da nicht noch ein Rum oder ein Grog? Nee, anscheinend nicht, aber die Schatztruhe. Zumindest die Kiste. Mal eben aufgemacht, reingeguckt. Na, was hatten die Piraten dabei? Ein altes Schwert, ein Klingenring, Diebeskunst, schön. Alles Gold, alles Gold. So, ein bisschen Proviant gesnackt. Natürlich auch gespeichert, weil wir Mutigen es doch geschafft haben. Natürlich Patty und ich. Und das Unwetter verzieht sich, finde ich richtig, richtig gut. Ja, und wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Mensch, da wollten wir doch mal nur kurz einen Abstecher machen und dann so etwas. Hätte das gedacht? Na, was lauert denn da? Ach, wieder ein Affe. Ich wollte gerade sagen. So, die Würgeranker eingepackt und guck mal her, Blaukralle. Na, kann man da oben hoch? Nee. Bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Was da wieder vergraben ist. Ja, kommt schön her, ihr Feuervögel. Na. Ja, die starken Angriffe. Ich werde das Gefühl nicht los, Freunde, dass es einfach besser ist, wenn man die linke Maustaste spammt. Wo geht's nach oben hoch? Auch wieder irgendwo. Und da natürlich auch. Super. Auf die Karte geguckt. Der Schatz müsste hier irgendwo sein. Und zwar auf der linken Seite. Dann gehen wir doch direkt mal rechts nach oben. Mal schauen. Da sehe ich doch auch eine Kiste. Das freut uns doch.
Noch eine Beere, wunderbar. Sonst noch irgendwas? Ein Pflänzchen oder so? Leider nicht. So, ein 40er Schloss. Wollen wir nochmal gucken. Tada, auf mit dir. Ohrring des Kriegers, kugelsicher Ritual. Aha, okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Patty, wie kommt... Oh, wieder runter, wollte ich gerade sagen. Aber doch nicht so schnell. So, dann einmal hier hoch. Hier oben soll der Schatz sein. Weiter rechts runter. Aber da liegt doch etwas. Spitzhacke. Gold, Grog oder rum. Das ist Grog, jawohl. Schön. Auch mal eben fix gespeichert. Und hier geht's, glaube ich, weiter, oder? Nur den Abstand mal, schade. Wo soll denn der Schatz jetzt sein? Wahrscheinlich da unten. Ah, da. Ich habe da Kreuz gesehen. Im Augenwinkel. Ja auch? So, alle hopp, alle hopp. Was eine große Insel. Das wird auf jeden Fall noch dauern, bis wir die ganze Insel komplett haben. Was ist das denn hier oben? Erz? Ach, ein Höhleneingang. Wo geht's denn hier lang? Oha, in irgendeinem Tal mit einem dicken Tempel. Ja gut, das machen wir aber auf jeden Fall jetzt noch nicht, Freunde. Das machen wir jetzt noch nicht. Und da haben wir noch einen Schwertdorn. Da hat sich die Reise doch auf jeden Fall schon gelohnt hierhin. So, den guten Poco-Pilz eingepackt. Noch ein paar Affen eben geschnetzelt. Sehr schön. Da hinten hat sich noch irgendeiner bewegt. Ich habe es genau gesehen. Patty? Wo ist er? Wo versteckt er sich? Da ist er. Komm, hack, hack, hack ihn um. Gut gemacht. Jawohl. Im Augenwinkel direkt wieder gesehen, Freunde. So, und da ist nämlich das X. Und da wollten wir eigentlich hin, mal eben kurz. Das hat doch alles ein bisschen länger gedauert, aber nichtsdestotrotz. Ich bin gespannt. Was haben wir? Auf jeden Fall wieder haufenweise Schätze. Oh, ich bin gespannt, was. Und wer weiß, vielleicht ein besonderer Gegenstand. Toller Schatz. Komm, werter Held. Das ganze Abenteuer ist ja doch richtig dann fit geworden. Wollen wir doch mal sehen. Ganz genau. Na komm, auf mit dir. Und was haben wir? Rubin, 500 Gold, Idol, Kerzenleuchter, Schale. Sehr schön. Nehmen wir natürlich alles mit. Klasse. Aber das ist eine richtig tolle Erfindung. Das Setting haben sie richtig klasse in Risen 2 reingebracht mit den Schätze heben. Suchen, finden, erkunden, das macht richtig Laune und Lust auf mehr Abenteuer. So, Patty, bist noch da? Jawohl. So, und dann wollen wir uns doch jetzt langsam aber sicher mal Richtung Lager begeben, zumindest Dorf. Denn Corrientes soll dort nämlich verweilen. Und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Und er uns dann weiter sagen kann, wo Garcias ist. Den Halunken, den suchen wir. So, vorsichtshalber nochmal speichern. Und hier links am Wasser vorbei. Ach, jetzt gehen sie direkt wieder fischen. Ach, schaut mal, wie klasse das aussieht. Natürlich eine echt schöne Animation, wenn die Eingeborenen fischen gegangen sind. Tolle Sache. Und da hat er einen Fisch. Klasse. Nicht schlecht. So, dann eben hier das Pflänzchen auch eingesammelt, Freunde. Und dann ist leider auch die Zeit schon wieder rum. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.